Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Der Herr hat für euch heute ein besonderes Versprechen. Wisst ihr, was es sein könnte? In der Bibel in Jesaja, Kapitel 54, Vers 15 lesen wir: Wenn dich jemand angreifen will, kann er nicht auf meine Hilfe zählen. Du wirst ihn den Untergang bereiten. Ich besuchte eine Stadt im Dienste Gottes. In dieser Stadt traf ich einen Prediger, der dort diente. Er erzählte mir, wie der Herr ihm im Dienst beistand. Als er seinen Dienst begann und die Gemeinde gründete, gab es eine bestimmte Person, die gegen ihn war. Wegen seiner Eifersucht auf diesen Diener Gottes machte diese Person falsche Anschuldigungen, dass zwanghaft Menschen konvertiert wurden. Er stellte mehrere Gerichtsverfahren gegen den Prediger, um ihn zu ärgern. Als dies geschah, machte sich der Prediger Sorgen um den Dienst Gottes. Er dachte, diese Person hat es auf mich abgesehen, unternimmt ständig was gegen mich, beschuldigt mich, wenn ich was Gutes tue. Auch wenn ich nichts tue, gibt es nur Probleme. Der Prediger war sehr besorgt um diese Lage. Er ist auf mich eifersüchtig und unternimmt was gegen mich. Vielleicht ist es besser, diesen Ort zu verlassen. Dann sagte der Herr: Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Diejenigen, die gegen dich sind, werden auf deiner Seite wechseln. Der Herr tröstete den Prediger mit diesen Worten. Danach preiste der Prediger für das Wort Gottes und setzte seinen Dienst fort. Was ist geschehen? Es gab ein Problem in der Familie. Es war Todesangst. Er suchte hoffnungslos Rat bei vielen Magiern. Zuletzt bat er diesen Prediger, für ihn und seine Familie zu beten, da er von den Wundern erfuhr. Als der Prediger betete, wurde diese Person befreit durch einen Wunder. Aber nun unterstützt diese Person den Prediger in seinem Dienst. Gott benutzt ihn, um als Unterstützer zu dienen und diesen Dienst heute zu segnen und zu gebrauchen. Siehe, die sich gegen dich erheben, sie werden zu dir kommen. Der Herr sagt, im Arbeitsplatz, in eurem Unternehmen, im Dienste Gottes, oder in der Stadt, wo ihr lebt, gibt es Situationen, wo Menschen gegen euch sind und versuchen, eure Existenz zu zerstören oder euer Leben zu bedrohen. Habt keine Angst. Gott hat uns doch versprochen: Wenn dich jemand angreifen will, kann er nicht auf meine Hilfe zählen. Du wirst ihn den Untergang bereiten. Jesus Christus bringt diese Veränderung in denen. Mit ihm ist alles möglich. Stehst du vielleicht vor einem solchen Problem heute? Der Herr ist bereit, ein Wunder zu wirken. Wollen wir nun mit Glauben beten? Glaubst du an dieses Versprechen? Vater, du bist unser Gott, der sich an seine Versprechen hält. Du hast versprochen, dass diejenigen, die gegen mich sind, mir beistehen werden. Möge dieses Wunder für diesen Sohn, diese Tochter in Jesu Namen geschehen. Wir danken dir für dieses Wunder. In Jesu Namen beten wir, Vater. Amen, Amen.